Die größte Hüpfburg der Welt. The Monster. Darauf dürfen nur Erwachsene, denn die ist nichts für schwache Nerven. Der XL-Parcours steht gerade in England. Next Stop Deutschland. Wir testen. Lohnt sich ein Besuch? Die Freunde Nurie und Nico treten für uns gegen The Monster an. 60 Minuten Bouncen kosten umgerechnet etwa 23 Euro pro Person. Was bekommt man hier für sein Geld? Wie viel Spaß macht die Hüpfburg? Und wie gut ist das Streetfood und die Party danach? Das ist halt, guck dir das an. So riesig. Oh mein Gott. 300 Meter ist die Hüpfburg lang und damit die größte der Welt. 40 Hindernisse müssen die Besucher überwinden. Geschäftsführer Joe hat sich mit der XXL-Hüpfburg einen Kindheitstraum erfüllt. Hallo. Hey, hi. Wie heißt ihr? Herzlich willkommen. Nurie. Rund 360 Besucher sind hier pro Stunde am Start. Lasst uns reingehen. Seid ihr bereit? Yeah. Für unsere Tester heißt das erstmal warten. Denn noch ist der Hindernisparcours nicht freigegeben. Im Internet haben wir gelesen, dass da halt verschiedene Figuren sind, verschiedene Hürden. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also ich bin richtig gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, und zwar, weil es heißt ja, es ist das größte Hüpfburg der Welt. The Monster braucht viel Pflege. Das Gebläse ist anfällig, und so macht Joe regelmäßig seinen Rundgang. Ich mache gerade ein paar letzte Checks, bevor es gleich mit den Gästen losgeht. Du kannst es, wenn du draufklopfst, direkt fühlen, ob die Hüpfburg voll ist. Die Hüpfburg ist jetzt bereit, ich bin zufrieden. Die Hüpfburg ist dann voll, wenn du dich dagegen schmeißt und direkt wieder zurückgestoßen wirst. Die beiden Hörner hier sind auch voll. Wie ihr sehen könnt, es passt alles. Die Besucher stehen Schlange. Unsere Tester nutzen die Wartezeit, um eine Wette abzuschließen. Ich habe sie jetzt eingeladen auf einen Challenge. Und zwar, wenn sie mich pinseln. Verlierer gibt Pizza aus. Ich habe sie jetzt herausgefordert. Und mal schauen, wer die Challenge gewinnt, wer als erstes rauskommt. Werden wir gleich sehen. Sie hat meine Wette angenommen. Na, wenn sich Nico da nicht zu siegessicher ist. Denn die erste Challenge gibt es schon vor dem Monster. Ein Warm-up der besonderen Art. So will der Veranstalter Verletzungen vermeiden. Ginny zählt dich ein und dann geht's ab ins Monster. Und dann endlich kann's losgehen. Erste Hürde, ein 7-Meter-Berg. Muskelkater ist hier inklusive. Schon nach wenigen Metern ist die Angst verflogen. Hier kann man endlich wieder Kind sein. Es macht mega Spaß. Man kommt gar nicht dazu, ob das anstrengend ist oder nicht. Man ist in diesem Flow drin. Es macht super Spaß. Es ist actionreich und macht voll Spaß. Ich bin aus der Puste. Aus der Puste ist nicht nur Nurie, auch die anderen Gäste toben sich so richtig aus. Chef Joe kennt das schon. Der Trick, um gegen das Monster zu bestehen, ist es, langsam zu machen. Einige Leute geben schon am Anfang zu viel Gas. Die sind einfach zu aufgeregt. Die sind schon nach dem ersten Hindernis völlig platt. Also langsam machen und drüber nachdenken, wie man das nächste Hindernis am besten bezwingt. Allein das Hüpfen kostet Kraft. Das verbrennt jede Sekunde viele Kalorien. Das ist gut für dich, aber auch sehr ermüdend. Also, wer durchhalten will, muss mit seinen Kräften haushalten. Denn die Besucher dürfen so oft durch den Parcours rennen, wie sie wollen. Das größte Hindernis ist ganze 16 Meter hoch. Nurie, schau dir das mal an. Aber so groß. Aber guck mal, du hast doch diese Griffe. Einfach da festhalten und schnell nach oben. Auf die Plätze, fertig, los! Kopf an Kopf rennen! Jedes Teilstück hat ein anderes Motto. Vom Military Style bis zum Kampf gegen Tentakel. Hier ist alles mit dabei.
Wir machen das, um eine Umgebung zu schaffen, die Spaß macht, in der alle glücklich sind und wo sich Erwachsene endlich wieder wie ein Kind fühlen können. Wir nennen das Nostalgie-Entertainment und wir haben uns entschieden, gleich die größte Hüpfburg der Welt zu bauen. Die Umsetzung dieser Idee war aber nicht ganz einfach. Denn die XXL-Hüpfburg ist mobil und wird in einem LKW durch ganz Europa transportiert. Eine logistische Meisterleistung. Nur eine Nacht braucht das 40-köpfige Team, um den Giganten aufzustellen. Sind die Gebläse einmal angeschlossen, kann's losgehen. Langsam wird der Luftdruck erhöht. Und dann stellt sich die Hüpfburg nach und nach auf. Und schon einen Tag später kann's losgehen. Fun pur. Zu ernst sollte man sich beim Hüpfen aber nicht nehmen. Hier kann man sich einfach mal fallen lassen. Oh mein Gott, mein Traummann! Es macht mega Spaß, aber ist schon anstrengend. Also körperliche Belastung, das Klettern. Das ist das Anstrengendste, was ich finde. Aber die Glückshormone, die springen hoch. Und trotz ihrer kleinen Pause ist sie Nico eine Nasenlänge voraus. Oh, ich kann das einholen, da bin ich mir sicher. Du musst klettern können. Das ist der Trick. Mit Kraft bekommt man das alles hin. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nurie und Nico. Da kommen die beiden ordentlich ins Schwitzen. Rund 15 Minuten haben sie bisher für den Parcours gebraucht. Und dann ab in die Freiheit. Fabelhaftes Gefühl, dass man mal klettern muss, dass man mal klettern muss, springen muss. Fantastisch, macht super Spaß. Hammer-Feeling. Es ist echt mega anstrengend, aber es macht voll Spaß und man vergisst alles. Da verlieren wir Pizza aus. Nico lädt die Siegerin jetzt erstmal zum Essen ein. Fast Food und Drinks gibt es hier zu fairen Preisen. Ein Bier kostet knapp 4 Euro. Und wer doch lieber Cocktails mag, kommt auch auf seine Kosten. Vorher gibt's dafür eine ordentliche Grundlage. Jetzt gibt's bisschen Pizza für die Figur. Genau. Sehr gut. Hi. Und zwar, ich möchte einmal Pepperoni-Pizza. Ja. Genau. Und einmal vegetarisch, bitte. Der Gaumenschmaus mit ordentlich Käse und Belag kostet, umgerechnet, 11 Euro. Sieht lecker aus. Gefällt es unseren Testern bisher? Wir haben an alles gedacht, also wirklich rund um sorglos Paket. Essen, Spaßfaktor, mit Musik, Unterhaltung, Hammer. Und deswegen gehen die beiden jetzt noch ein bisschen feiern. Die Crew um Joe weiß, wie sie die Besucher mitreißen kann. Und der Chef persönlich ist nach einem langen Tag zufrieden. Wenn man sich in der Halle umschaut, sieht man, jeder lacht, alle sind glücklich und genau darum geht es. Lohnt es sich? Ich muss ehrlich sagen, umgerechnet sind es ja 23 Euro. Preis-Leistungs-Verhältnis super. Wir würden auf jeden Fall noch mal hierher kommen, weil es sich rentiert hat und uns mega Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Wir sind einfach ausgepowert. Aber ja, man sollte das einmal gesehen und erlebt haben. Genau. Hammer. Daumen hoch. Diese Hüpfburg kann das.